Hey Leute, ich bin ja gerade mit meinem Nitro-Auto am Fahren und ich mache jetzt ein kleines Video davon. Wir sind hier an einem perfekten Platz zum Fahren, so eine Baustelle. Und ich bin gerade schon eine Runde damit gefahren. Ich habe ihn jetzt neu eingestellt. Ja, hier kann man sehen, neu eingestellt. Und kurz, da hat jemand gefragt, was es hier oben ist im letzten Video. Das ist einfach so ein selber gebastelter Kühlkopfschutz. Weil das ist eher nicht schön für den Motorkopf, wenn er hier so Kratzer hat. Deswegen habe ich das drauf gemacht. Es sind einfach nur vier Kabelbinder mit solchem Spritschlauch. Man hier auch sehen kann, das ist der gleiche. Ja, ihr habt ja letztes Video gesehen, dass ich neue Reifen drauf gemacht habe. Das sind die Lois B Pirate Reifen. Ja, ich bin gerade eben schon gefahren. Aber es ist schon mal ziemlich gut. Guten Grip hat man damit. Zuerst mal wieder Sprit rein. Das ist immer noch der Kraupner RS25 Sprit. So. Schön voll machen. Dann am besten noch die Funke anmachen. Das Modell. Und dann kann man den auch schon anmachen. Wieder was vergessen. Man muss immer zuerst natürlich ein bisschen Sprit in den Vergaser rein. Und jetzt sollte er theoretisch angehen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Ich habe jetzt ungefähr 4 Tanks leer gefahren und überall ein bisschen aufgenommen. Ich glaube, oder ich hoffe, das sind ein paar Aufnahmen ganz ordentlich geworden. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns abonnieren.